Herzlich willkommen und grüß dich beim großen Intuitionskongress. Mein Name ist Peter Seitz, ich bin Moderator und Initiator dieses Kongresses und heute spreche ich mit Nada. Hallo, Was? lieber Peter, herzlich willkommen, ihr Lieben. Sorry. Ja! Ich wollte dich eigentlich zuerst vorstellen, aber Go wenn ahead. du gleich beginnen magst. Nein, ich wollte dich nur begrüßen und mich freuen und mich für die Einladung bedanken und euch, die ihr hier zuschaut, auch willkommen heißen zu unserem Gespräch. Sehr gerne. Ein paar Worte zu dir. Du kannst Seelen heilen, denn du weißt, eine Seele zu halten und sie so daran zu erinnern, dass sie selbst heil ist. Das sagt Josef Wirth, Dr. Josef Wirth zu dir. Und was ist Seelenheil? Wenn die Seele sich ihrer selbst bewusst wird, wird sie sich ihres innewohnenden und natürlichen Heilseins bewusst. Ruht die Seele im Bewusstsein ihres Heilseins, haben alle anderen Ebenen ebenfalls die Chance, in ihr natürliches Heilsein, in ihre innewohnende Ordnung zurückzukehren, die nur durch fehlerhaftes Verstehen, durch fehlerhafte Sicht und Unordnung gekommen ist. Und Nada, du sagst selbst über dich, ich war mein ganzes Leben lang auf der Suche nach Lösungen und Antworten, um letztlich Erfüllung zu finden. Magst du uns ein bisschen auf dem Weg des Findens teilhaben lassen? Ja, gerne. Und tatsächlich, das Wort ist gar nicht so weise gewählt von mir, Seelenheil, die Seele zu heilen. Also das hat Dr. Wirth so gesagt, aber die Seele ist eben heil. Ja. Und ich war ganz lange auf der Suche, weil ich das Gefühl hatte, es ist etwas nicht in Ordnung. Ich vor allen Dingen bin nicht in Ordnung, die Welt ist nicht in Ordnung, meine Umstände sind nicht in Ordnung, mein Körper ist nicht in Ordnung. Es war ganz viel in Unordnung aus der damaligen Sicht. Und diese Idee, diese Überzeugung oder die Sichtweise zu glauben, zu sehen, dass irgendwas nicht in Ordnung ist, lässt halt das nicht in Ordnung sein. Und diese Erinnerung an das, was wir wirklich sind, was einfach in Ordnung ist, heil ist, vollständig ist, vollkommen ist. Diese Erinnerung und von da aus wieder zu sehen, von dem her dieses göttliche Potenzial in uns allen zu erkennen, was vollkommen ist, was wir in Wahrheit sind, und von innen heraus das dann auch wirken zu lassen in all die Ebenen, die wir durch diese Fehlsicht in scheinbare Unordnung gebracht haben, wo wir uns einfach aus der Ordnung herausbewegt haben, weil wir gedacht haben, irgendetwas könnte nicht in Ordnung sein. Und dieses Erkennen, dieses Erinnern, dass wir wirklich, dass alles in Ordnung ist und dass wir eingebettet sind in diese große, große Ordnung, in dieses Universum, tatsächlich vielleicht da einfach, das war der wesentlichste Schritt tatsächlich, der es für mich komplett gemacht hat. Damals war Akram Wignan der Weg zur spirituellen Wissenschaft, wo diese ganzen Mosaiksteinchen, die ich mein Leben lang gesammelt hatte, weltweit bei verschiedensten Lehrern, Gurus, Coachings, Trainings, was man nicht so alles machen kann, um zu glauben, da finde ich die Lösung, dass die Dinge in Ordnung kommen und ich vor allen Dingen in Ordnung komme, die sind da komplett geworden und von da aus beginnt man oder ich auf jeden Fall von hier aus zu sehen und zu sehen, dass dann all das, was eben aus der Perspektive, die Dinge sind nicht in Ordnung. Es geht ja um Intuition, also auch viel eher den Intellekt zu fragen oder einer Stimme in uns zu folgen, die vielleicht nicht der Draht zu dieser einen Ordnung ist. Mit der Intuition, für mich ist es, vielleicht greife ich jetzt vorweg, wir wissen aber selber ja nicht, was wir eigentlich sagen. Aber für mich ist Intuition eigentlich nur, ich kann den Telefonhörer bedienen, aber wen ich anrufe und was ich abfrage, welche Botschaften ich woher komme, das ist natürlich nochmal eine völlig andere Frage. Und letztendlich zu wissen, dass ich das bin, dass wir alle das sind, was ich in der höchsten Ordnung abrufen kann und den Weg eben von außen nach innen zu richten und darauf wieder zu hören, auf mein Heilsein, auf mein In-Ordnung-Sein und dann zu sehen, wo ich mich halt als Nada, als Ego, als Intellekt, als mit meinen ganzen persönlichen Anteilen
immer wieder einmische und zu glaube, es sollte doch anders sein, ich sollte anders sein und so weiter und so fort. Was für ein Einstieg. Danke schön. Du sprichst vom Heilsein und von, wenn ich es richtig verstanden habe, auf der anderen Seite nicht in Ordnung sein. Gibt es da eine Trennung oder eine Barriere oder wie verstehe ich? Ich habe das noch nicht ganz verstanden. Ich weiß, dass du es wahrscheinlich verstanden hast, aber wahrscheinlich viele, viele eher nicht. Nee, noch nicht so ganz. Noch nicht. Also, innen drin, der wir wirklich sind, unser göttliches Potenzial, wie auch immer man dazu sagt, das ist natürlich vollständig in Ordnung. Das sind wir, dieses ewige Sein. Da gibt es verschiedenste Worte in den verschiedensten Religionen und Kulturen dazu. Viele sagen Gott, aber das ist auch schon so abgegriffen. Viele, also dieses, ja, also das, was wir wirklich sind, wir, die wir in diesem Körper wohnen, die wir in dieser Lebendigkeit, ohne unsere Präsenz, unser lebendiges Sein, würde der Körper nicht leben. Es ist einfach, der besteht aus Materie, existiert in Zeit und Raum. Wenn ich rausgehe, wenn die Seele rausgeht, ich als Seele, ich als dieses lebendige eine Sein, dann bleibt Materie übrig. Das ist tatsächlich, ja, anyway. Und aber in dieser zu glauben, ich bin aber das, ich bin dieser Körper, ich bin diese Hülle, ich bin die Persönlichkeit, ich bin Nada, ich bin meine Eigenschaften, ich bin meine Unvollkommenheiten. Da erscheint es, dass das ganz viel nicht in Ordnung ist. Weil er ganz viel dem nicht entspricht, was ich kann jetzt nur von mir sprechen, was ich glaube, wie Ordnung aussieht. Also für mich war immer, wenn alles in Ordnung ist, dann bin ich gesund, dann bin ich glücklich, dann habe ich keine Schmerzen, dann ist mein Partner, meine Kinder, meine ganze Familie und alle sind total lieb und ich habe keine Herausforderungen. Da hatte ich immer das Gefühl, solange das nicht ist, ist es ja nicht in Ordnung und ich muss was an mir arbeiten. Und diese Idee, irgendetwas könnte nicht in Ordnung sein, die kommt aus meiner Sicht eben aus dieser Persönlichkeit, wie auch immer man das benennt, diesen inneren Teil, Intellekt, Ego, wie auch immer. Diese Bewertung, diese Idee, ich oder irgendetwas, irgendjemand könnte nicht in Ordnung sein. Und das ist ja auch in der ganzen Medizin so der Trugschluss, da taucht ein Symptom zum Beispiel auf und sofort hat man das Gefühl, ich bin krank, ich bin nicht in Ordnung, was muss ich jetzt machen, damit das wieder in Ordnung kommt, anstatt zu erkennen, dass die Dinge auftauchen, weil sie schon im Begriff sind, in die natürliche Ordnung zu kommen. Und ich aus meiner Ich-Perspektive habe halt mich eingemischt, weil ich gedacht habe, die Dinge sind nicht in Ordnung und habe mich dann angestrengt, dass ich besser bin oder mich bemüht, dass die anderen zu verändern, damit die endlich in Ordnung sind, damit ich in Ordnung bin, damit ich glücklich bin. Also diese große Anstrengung, die wir Menschen, die meisten Menschen auf jeden Fall vollziehen, zu glauben, irgendwas erreichen zu müssen, die ganzen Ziele, die man hat, um dann irgendwie das Gefühl zu haben, so, jetzt ist es in Ordnung, weil jetzt fühle ich mich wohl. Und dieses Ich fühle mich wohl ist halt meistens nicht das wahre Sein, weil das wahre Sein sowieso jenseits von dem sich wohlfühlen ist, weil es einfach in seiner eigenen Glückseligkeit und in seiner eigenen Vollständigkeit ruht. Aber die Idee, etwas anderes zu sein, bringt mich schon raus aus dieser natürlichen inneren Ordnung. Macht das ein bisschen klarer? Was mich dann jetzt noch interessiert, was ist diese Seite, die in Ordnung ist? Das Innewohnende, wie es du benennst. Kannst du auch ein bisschen was dazu sagen? Ja, das ist, wenn ich hab mal in der Jugend habe ich mal begonnen, mich einfach zu fragen, was weiß ich eigentlich über mich selbst unmittelbar von mir? Und dann habe ich, nee, das habe ich von jemand anderem, das sind meine Eltern, das nicht, das nicht, das nicht. Selbst ich bin Seele oder ich bin Bewusstsein, das ist nicht meine, war damals nicht meine unmittelbare Erfahrung. Alles, was blieb zum Schluss, war, ich kann aus meiner Erfahrung nur sagen, dass es mich irgendwie gibt. Ich existiere, ich bin da. Aber ich konnte es nicht, da kam nicht mehr. Ich konnte es nicht, deswegen heiße ich auch Nada nichts.
Ich konnte es nicht benennen und das braucht es auch nicht, aber diese Präsenz, die wir sind, diese immer, immer, und dann habe ich auch bemerkt, ich war ja immer da, als ich noch ein kleines Mädchen war oder in den höchsten Highlights des Lebens und den tiefsten Tiefen und Dramen des Lebens, war ich immer da. Und dieses Ich ist natürlich. Das jetzt darüber jetzt zu sprechen, ist ein bisschen weit hergeholt, weil das ist natürlich die Frage, in der ganz viele Religionen und Kulturen und Wege sich damit beschäftigen. Und ich glaube, das ist die Forschungsreise, auf der wir sind. Und ja, da gibt es, wie gesagt, von vielen verschiedenen Wegen verschiedene Bezeichnungen dafür. Ja, und vielleicht darf ich hier von Dadashri diese Gleichung hier anbringen, weil ich sie einfach liebe. Ich liebe sehr einfache Dinge, sehr essentielle Sachen. Er hat gesagt, das Ich, von dem ich gerade gesprochen habe, plus mein ist Ego. Also mein Körper, meine Geschichte, meine Vorstellungen, mein Verstand, meine Kinder, mein Mann, mein Leben ist Ego. Alles, wozu ich mein sagen kann und zu den meisten kann ich mein sagen. Und das bin ich aber nicht. Und ich ohne mein ist Gott. So, und dieses Ich ist vollständig. Das Mein, da gibt es eine Menge, eine Menge, eine Menge. Aber das Ich und sich daran zu erinnern, und wir sind beides, wir sind das und das, wozu man den Namen sagen kann, das, was man sehen kann, was man anfassen kann, was man hören kann, was man spüren kann im Relativen, das gehört alles zum Mein. Und natürlich wird das, gehe ich davon aus, immer mehr ein Ausdruck dessen, was ich bin. Aber das ist ein natürlicher Prozess. Und also das zu begleiten, zu wissen, wir alle sind auf diesem Weg und wir müssen uns eigentlich nicht bemühen, um was an uns anzueignen, sondern eigentlich nur erkennen, was ich da alles in das Mein reingestopft habe, was eigentlich dem gar nicht entspricht, aus Vorstellungen zu glauben, so ist es richtig oder wie auch immer. Wenn ich so bin, dann kriege ich das, was das Mein glaubt haben zu müssen oder zu wollen. Und dann wird's ein, dann beginnt es von hier aus zu wirken. Und da gibt es so ganz einfache Sachen. Und bei der Intuition ist es definitiv etwas, in diese Stille zu gehen. Also einfach, für mich ist das Einfachste zu atmen, einfach mit dem Ausatmen das ganze Mein mal beiseite zu lassen und mich spüren, was bleibt. Jetzt, hier. Und verändert sich nie. Das verändert sich einfach nie. Und das andere, das sind ewige Veränderungen. Also dieses Auf und Ab von den Gefühlen, von dem, was wir erleben, von den schönen Dingen, von den gruseligen Dingen. Ist das getrennt davon? Oder ist das miteinander verbunden und das ist der Ausdruck davon? Gib uns dann ein bisschen mehr Futter, bitte. Ich gebe sowas eigentlich gar nicht gerne vor. Ich lade immer ein, erforsche es selber, finde es selbst heraus. Für mich bin ich dadurch, dass ich immer da ist, bin ich natürlich dadurch, dass ich Zeuge bin und irgendwie ja auch das Ganze belebe. Ohne dass ich das belebe, würde das ja gar nicht existieren. So kann ich es nicht wirklich trennen, auch wenn meine Eigenschaften, die immer gleich sind, völlig anders sind als die von mir als Nada, die eben Gefühle und dieses und jenes und dann klappt sie wieder irgendwie das und jenes. Aber es macht es viel einfacher, wenn ich um diese zwei Aspekte im Prinzip weiß, um mein ewiges Sein, was ich in Wahrheit bin und um. Ich habe manchmal das Gefühl, ich als Nada bin wie so eine Spielfigur in diesem Spiel des Lebens. Und ich habe mir dieses Spiel schon auch ausgesucht, ein Stück. Also ich bin inkarniert, um jetzt in diesem großen Spiel mitzuspielen. Und manche spielen eine sehr stille Rolle. Und ich bin einfach geboren und habe die Absicht gehabt, hier mitzumischen irgendwie, dass es eine spezielle Zeit ist und dass wir als Menschheit wirklich
gerade was Unglaubliches erleben und dass so viele sich erinnern, dass sie halt das sind und nicht das und dass hier halt niemals das endgültige Glück zu finden ist und hier ist es doch. Also hier beizutragen, dass wir uns erinnern, als Menschheit zusammenkommen, wo wir nicht mehr in Konkurrenz sind, hier die meine und ich weiß es besser und schlechter und ich muss besser sein, damit ich Erfolg habe, dass ich mich besser fühle, sodass dieses Spiel dieser alten Matrix aufhört, auch das männlich-weibliche und diese ganzen Vergleichereien. Sondern in dem Moment, wo wir uns erinnern und dann sehen, boah, du bist einzigartig, perfekt, so wie du bist und du wirst dich verändern und ich bin einzigartig, perfekt, wie ich bin in diesem Moment und ich werde mich verändern. Und wir müssen uns nicht vergleichen, weil wir so ein riesengroßes Puzzle sind, so eine riesengroße Blumenwiese, sage ich immer. Und jede Blume ist einzigartig. Und wir alle haben genug Platz, um unsere Düfte zu verströmen und eine Symphonie miteinander zu leben, in einem Miteinander, eben einfach ja in der Wertschätzung für mich und für dich und für das, was gemeinsam einfach auch passieren kann. Und da habe ich als Nada auf jeden Fall eine Menge Freude dran und auch eine große Dankbarkeit, Teil davon sein zu dürfen, auch wenn ich als Nada es manchmal schon ganz schön stressig finde und das Gefühl habe, und bist du sicher? So, man fragt mich immer, und warum machst du so viel? Willkommen im Jetzt Club. entspann dich doch mal, sag, naja, aber ich meine, wieso soll ich das Leben verschwenden? Das haben wir wahrscheinlich schon über viele Inkarnationen, wo wir einfach nur am Strand saßen und nichts gemacht haben. Oder im Himalaya in unseren Höhlen waren und einfach nur im Geistigen gewirkt haben. Und jetzt, ich auf jeden Fall habe mich entschieden, in das Spiel inkarnieren, wirklich sichtbar zu sein in einer Spielfigur, die natürlich angreifbar ist, die natürlich kritisierbar ist. Und das, für das Ego ist es ein super Training, der ganze Stolz, der dann getriggert wird. Da kriegt man dann Anerkennung, da fühlt er sich gut und da kriegt man halt Kritik oder was kann ich wieder verändern und dann wieder die ganzen Mechanismen zu sehen. Und immer wieder innezuhalten und sagen, Moment mal, so. Und wie bist du da dazu gekommen? Was war so auf deinem Weg, so Meilensteine, die dich dahin gebracht haben zu dieser Erkenntnis, zu dieser Sichtweise? Also es gab sehr viele Schritte. Ich war wirklich sehr, also als Kind, seitdem ich denken kann, habe ich in die Welt geguckt und das Gefühl gehabt, ich bin falsch. Irgendwie, ich bin auf dem falschen Planeten, irgendwie. Hat der liebe Gott hier einen Fehler gemacht? Ich hab das Ganze hier nicht verstanden. Ich habe das Spiel nicht verstanden. Ich habe die Menschen nicht verstanden. Ich habe nicht verstanden, warum sie das tun, was sie tun, weil sie waren weder wirklich anhaltend glücklich, noch waren sie anhaltend gesund, noch waren sie anhaltend erfüllt. Und sage ich, und warum strengt ihr euch so an, all die Dinge zu machen, wenn sie euch doch das nicht bringen, was ihr doch eigentlich sucht? Und dann war als Kind immer schon. Irgendwie bin ich hier falsch und habe mich auch falsch gefühlt. So dieses, ich bin nicht in Ordnung. Diese Sicht war natürlich schon sehr präsent. Und obwohl ich wirklich tolle Eltern und Familie und alles, und dennoch habe ich gesagt, nee, das auf jeden Fall alles nicht. Also weder Hausfrau noch das oder jenes oder Mutter oder das war klar. Also das ist es alles nicht. Wenn ich schon hier bin und ich komme hier nicht irgendwie, ich habe mir mal meine Sternenbrüder gerufen, könnte mich nicht wiederholen. Ich bin hier falsch gelandet, ihr habt mich falsch ausgesetzt. Und da haben die mich aber halt nicht geholt. Und dann, nun gut, wenn ich schon hier bin, versuche ich das Beste draus zu machen. Wie kommt man denn dahin, dass der Körper gesund ist, dass der Geist und die Emotionen, dass wir glücklich sind? Und dann habe ich mich halt auf die Suche gemacht. Und tatsächlich war ich zuerst bei den Tieren, also zuerst habe ich mein Abi gemacht und wusste nicht, was fange ich mit mir an und wollte dann aber doch, ich wollte Umweltschutz, also ich wollte natürlich schon immer irgendwas besser machen, bin dann, es gab es damals nicht, wollte dann Umweltschutz studieren, das gab es damals nicht, Agrarwissenschaften konnte ich studieren, sag ich, nee, ich will eigentlich kein Bauer werden, ich will, dass das alles besser wird, dass wir ein bisschen bewusster sind, dass wir nicht alles da irgendwie voll Müll, nämlich mit meinem kleinen Autochen 100 immer auf der Autobahn gefahren und so. Das war in der Zeit noch. Und ich habe, wie gesagt, ich habe die Menschen nicht verstanden. Dann bin ich einem Tierarzt begegnet und habe von einem Tag auf den anderen hab ich dort bei der Praxis angefangen und dachte, ja, klar, Tierarzt. Tiere waren mir viel näher. Da hatte ich das Gefühl, die gucken nicht, wie ich ausschaue, die schauen nicht, wie alt ich bin, die gucken nicht auf mein Geschlecht, die spüren mich, die reagieren auf mich. So.
Und ich habe, also mit Tieren, ich hatte dann durch den Tierarzt, habe ich dann hunderte von Tieren zu Hause gehabt, war auf dem Bauernhof und habe alles, was eingeschläfert hätte werden sollen. Aber in dieser Tierpraxis, es war eine coole Tierpraxis, weil die hatten alles, also Kleintiere, Großtiere, beim Zirkus, beim Tiergarten, egal was, die hatten alles. Und ich habe dann sehr schnell gesehen, dass die Tiere eigentlich deswegen zum Tierarzt kommen, weil die Menschen so mit den Tieren sind. Ob jetzt in der kleinen Tierpraxis, wo du gesehen hast, Herrchen, Frauchen projizieren und machen mit den kleinen Tieren das, was eigentlich für sie dran gewesen wäre, bei den Bauern sowieso. Also das ist ja fast, ich war in der Tierpraxis bei einer Kälbergeburt, die haben Mund-zu-Mund-Beatmung gemacht, damit die Kälber leben, damit sie dann kurz danach wieder geschlachtet werden. Also das macht alles gar keinen Sinn. Da habe ich gesagt, Mensch, wie kann ich denn den Tieren helfen? Und das hat mich zu den Menschen gebracht. Und dann hatte ich genug Einsicht schon in die ganze Medizin und so. Und dachte ich, das kann es alles nicht sein. Also das bringt doch alles nichts, was ihr da hier macht. Und dann habe ich von der Heilpraktiker gehört, Köhnlechner damals, mit Körper, Seele, Geist. Ich, oh, da spricht mal jemand von der Seele, nicht nur vom Verstand und vom Körper. Und war viel zu jung, habe trotzdem die Ausbildung gemacht und hatte auch da das Gefühl, also damit kann ich mich doch nicht auf die Menschheit loslassen. Ich kann jetzt Biopflasterchen, ich kann Diagnosen und Therapien erstellen, aber wieso und warum und weshalb und was wirkliche Heilung ist, das geht gar nicht. Also habe ich weiter geforscht und habe weitere Ausbildungen gemacht und dann gab es eben den ersten esoterischen Heilpraktikerkongress und ich habe damals keine Ahnung, was Esoterik ist. Ich wusste nur, ich muss dahin. Und da bin ich Kurt begegnet. Kurt Tepperwein eben, und der hat über die Botschaft des Körpers gesprochen. Sage ich, okay, der hat mehr Ahnung, da geht es jetzt weiter. Und so bin ich mit Kurt ja zusammengekommen. Und selbst er, der große Lebenslehrer, ich damals, so ein ganz kleines Graues, ich wollte ja nie sichtbar tatsächlich sein, sondern trotzdem wollte ich verstehen, wie kann man das Beste hier draus machen, habe ich gemerkt, das ist Kurt sein Weg, aber der funktioniert für mich halt so nicht. Und ich habe mich bemüht, all das zu machen und habe dann lange gedacht, na gut, wenn es bei mir nicht funktioniert, dann mache ich ja immer noch was falsch. Dann mache ich es immer noch nicht richtig. Also immer wieder dieses an mir, diese Idee von, es ist nicht in Ordnung, ich bin nicht in Ordnung. Aber durch Kurt im Miteinander, der hat mich überhaupt nicht verstanden am Anfang, aber der immer schon eine Wertschätzung für mich hatte, der immer mich schon irgendwie hinter allem wahrgenommen hat, konnte ich mir selbst mehr und mehr vertrauen, dessen, was ich in mir einfach auch immer sehr stark als Wahrheit gezeigt hat, der ich auch nie ausgekommen bin, der ich Ja. mich auch stellen muss. Es wäre schon leichter gewesen, einfach so das zu machen, wie die anderen machen. Aber da war immer eine starke Kraft, die gesagt hat, das stimmt aber doch so nicht. Also nicht in, das ist falsch, aber wie es sich halt für mich wahrhaftig in meiner Wahrnehmung angefühlt hat. Und neben ihm, dem berühmten Bekannten, der ja alles weiß und alles für alles eine Lösung hat, zu sagen, der funktioniert bei mir aber so nicht, da bin ich natürlich herangereift und habe natürlich dann deswegen ja auch andere Wege gesucht. So, okay, wo ist es denn? Letztendlich war es da eine Bestätigung auch bei Advaita natürlich, aber selbst da hat es das nicht komplett gemacht. Da war ich dann schon offiziell erleuchtet, so ungefähr. Hab Satsang gegeben, sage ich, nee, aber nee, also Erleuchtung fühlt sich einfach anders an. Das muss irgendwie anders sein. Genau. Viele Stationen, letztendlich bin ich dann zu Akram Vigna angekommen, was es dann komplett gemacht hat für mich. Was ist Akram Vignan? Akram Vigna ist eine spirituelle Wissenschaft. Tatsächlich ein stufenloser Weg, so wird es beschrieben, zur absoluten Befreiung. Stufenlos, und ich mag das Wort gerne. Weil eben, solange ich glaube, ich bin es nicht, muss ich an mir arbeiten, ich muss Dinge verändern, ich muss loslassen, ich muss annehmen. Also ich habe diesen Schritt-für-Schritt-Weg. Es ist eine Menge, was ich tun muss. Und bei Akram Vigna, ich drehe mich jetzt mal ganz ein bisschen kurz, ist das, was wir wirklich sind und das, wo ich glaube zu sein, was ich bin, ich werde da abgeholt. Und abgeholt ist in dem Moment, wo ich als Seele bereit bin, aus diesem ganzen Kreislauf und diesem immer wieder Inkarnieren und zu glauben, ich finde es hier. In dem Moment, wo die Seele bereit ist, kommt sie in Kontakt damit. Und vielleicht du, der jetzt zuhörst, hörst das, weil vielleicht deine Seele sagt, okay, ich glaube, ich probiere das aus. So, und es nimmt dich tatsächlich
bei Akram Wiegmann gibt es so eine Einweihung, eine Zeremonie, ein Experiment, was kann ich da noch mehr dazu sagen? Es nimmt dich hier einfach und bringt dich hierher. Und deswegen ist es ein Abkürzungsweg. Ich muss nicht mehr Schritt für Schritt gehen. Aber es wird auch gesagt, es ist wie so ein Bypass. Das ist nicht, dass das alles weg ist, was ich sonst weggehechelt hätte oder keine Ahnung, transformiert hätte und so. Das ist nicht alles weg. Aber dadurch, dass ich von hier aus jetzt schauen kann und weiß, ich bin wahrhaftig das, was bei Akram Wiegmann heißt es, ich bin reine Seele, ich bin wahrhaftig das, ich bin vollständig, ich bin unzerstörbar, ich bin nie geboren, ich bin jenseits von Geburt und Tod, ich bin ewige Glückseligkeit, ich bin unendliche Energie. So, das alles bin ich, kann ich natürlich auf den Rest von dem Mein anders schauen. Also wenn jemand jetzt über das Mein, Nada ist mein Name, sagt, Nada ist voll daneben, dann kann ich das jetzt sehen. Früher hätte ich als Nada natürlich darauf reagiert und hätte entweder die anderen beschimpft, ihr seht mich nicht, oder ich hätte mich wieder klein gemacht, jetzt bin ich immer noch nicht gut genug. Und jetzt kann ich das aus einem Wissen heraus, was hier frei wird, was uns nicht eindoktriniert wird, was wir nicht lernen müssen, sondern was unser natürliches inneres Wissen ist, weil eine der Eigenschaften ist, ich bin voll unendlichem Wissen, freiendem Wissen, was uns wirklich befreit von dem, was uns bis jetzt halt Sorgen gemacht hat und uns hat leiden lassen, in dem Drama hat bleiben lassen. Und das ist, ja, für mich ist es ein Weg der Gnade, für mich ist es eine unglaubliche Chance in dieser Zeit für so viele Menschen, Seelen, die bereit sind zu erwachen, die bereit sind, aus dieser Matrix, aus dieser alten Zeit auszusteigen und zu sagen, I'm ready. Es ist wirklich ohne Profit. Also in weltweit ist es kostenlos. In Deutschland sind es halt Unkosten, weil man halt einen großen Raum mieten muss. Also, und dennoch ist Geld da nie eine Frage. Also da ist keiner dahinter, der das macht, weil er Geld haben will. Es ist völlig frei. Das Einzige, was da wirklich von egal welcher Instanz ist, möge jeder das erfahren. Möge jeder seine eigene Glückseligkeit erfahren. Möge jeder erfahren, wer er wirklich ist. Weil dann macht das Spiel auch wieder ganz anders Spaß. Weil dann kann ich aus der Freiheit herausschauen, mache ich das eben, weil ich versuche, mein Ego und mein Ich irgendwie zu nähren, oder mache ich das einfach, weil ich wirklich gerne möchte, dass wir uns erinnern, wer wir sind und in diesem Miteinander die Welt vielleicht ein bisschen besser machen, als sie vorher war. Als du das gerade gesprochen hast, Nada, ist mir noch mal was ganz bewusst worden. Ich habe diese Zeremonie ja vor fast 5 Jahren mitgemacht und seitdem hat sich mein Leben geändert. Und als du das gerade noch mal gesprochen hast, war so, ich schaue nicht mehr und suche nicht mehr meine Seele und suche nicht mehr meine Glückseligkeit, sondern ich bin Glückseligkeit und schaue auf Peter und schaue auf das ganze Äußere und schaue auf das ganze Spiel, manchmal ist es Komödie, manchmal ist es Drama. Und das ist am Anfang für den Verstand nicht kapierbar. Das war bei mir so. Und je mehr die Der gehört ja auch Beschäftigung, dahin, sorry, genau. genau, mehr die Beschäftigung kommt, je mehr die Erfahrung ich auch gemacht habe. Hey, probier es mal aus, wenn du aus dieser Sichtweise, ich bin reine Seele und dann auf die Welt schaust. Puh. Das macht echt was. Und eben wirklich Licht hier reinzubringen in all das, was wir geglaubt haben zu sein und was uns halt nicht die Befreiung nicht das Glück beschert hat und nicht die Erfüllung. Und jetzt wirklich, das ist wie so ein Begleiten. Ich gebe jetzt wirklich, für mich ist das reine Liebe, auch wenn jetzt bei Akram Wiegmann das gar nicht so viel gesagt wird, aber dieses Bedingungslose, was immer da ist, was immer mit dem gleichen Verstehen auch für die Persönlichkeit, für das Ego, für das Menschsein sieht, weil ja die ganzen inneren Mechanismen immer klarer werden, wieso und warum das Ich sich so abgemüht hat und es ja eigentlich immer gut gemeint hat in allem, es halt nicht besser gewusst hat. Und das so zu begleiten, das wird halt dann auf dieser Ebene eben als Mensch auch, wie du sagst, es bringt die Sachen, die vorher nicht so in Ordnung, also in dieser innewohnenden Ordnung, sind wir wieder am Anfang waren, die bringt es automatisch wieder, wie all is falling into place.
Also an den richtigen Pla an den Platz, der natürlichen Ordnung entspricht. Und es kann enorme Veränderungen geben, je nachdem. Und es kann auch enorme innere Veränderungen geben. Und vor allen Dingen halt die Sicht verändert sich natürlich. Ja. Und was bei mir ganz stark so im Laufe der Zeit so sich angebahnt hat, dass ich immer mehr mitgekriegt habe, was Gleichmut, Gleichgültigkeit, es hat die gleiche Gültigkeit. Okay. Und das habe ich gemerkt, das hat sich langsam, langsam, langsam in mir wie so das Etablieren angefangen. Es gelingt mir noch nicht immer. Deswegen sind wir ja auch noch in dieser 3D-Welt. Definitiv, ja. Aber diese Absicht zu haben, okay, ich sehe das und ich bin in Gleichmut, ich bleibe in Gleichmut, weil ich weiß, eigentlich bin ich reine Seele. Punkt. Und da ist alles da, da brauche ich nichts. Aber von hier aus hat man halt manchmal das Gefühl, das ist diese Anhaftung oder Abscheu. Also Anhaftung, dass das ich immer noch glaube, da ist irgendetwas, was mich glücklicher macht, vollständiger, erfüllter. Oder da ist was, was mich das nicht erfahren lässt. Und der Gnani hat es jetzt in Willingen, der war jetzt in Deutschland, so schön gesagt, für diese Anhaftung, es ist Erwartung zu haben und Abscheu ist Fehler zu sehen. Und da kann man halt in dem Ich gut schauen, wo sind denn da noch Erwartungen, wo werden denn noch Fehler gesehen, Dinge, die nicht in Ordnung sind und so. Und zu merken und sich immer wieder zu erinnern, aber hier ist ja alles. Komm, Ja. Nadal, stell dich mal nicht so an. So, schau mal, hier ist doch alles. Komm nach Hause, komm nach Hause. Du hast ja den Gnani und Willigen und auch das eine Zeremonie angesprochen. Gibt es da noch ein paar Worte? Ja, was lieb, dass du das alles fragst. Der Gnani, also Gnani ist etwas anderes als ein Guru. Ein Guru ist ein Lehrer, der uns beibringt, wie wir besser zurechtkommen mit dem Leben. Also alles ist letztendlich ein Guru, von dem wir irgendwie lernen. Ein Gnani, das kommt von dem Wortstamm Gnan, das ist das befreiende Wissen. Und ein Gnani ist eine Person, die dieses befreiende Wissen in uns wie freilegen kann oder also die Kombination Gnani mit dieser Zeremonie, das heißt Gnan Vidi, das ist auch wieder das Gnan, dieses befreiende Wissen, was ein Teil von uns eben ist, was ein Teil unserer wahren Eigenschaften ist, das wird in einer Art Zeremonie in der Präsenz von einem Gnani, der das absolute Verstehen und Erfahren und das Gewahrsein darüber hat. Und es ist wie, da gibt es das Beispiel, zu einem Goldschmied zu gehen. In dem Moment ist der Gnani dieser Goldschmied und der weiß einfach um die Elemente in einem Schmuckstück, in dem Gold zum Beispiel. Ich habe jetzt keins an, aber normal habe ich einen goldenen Ring an und in diesem Gold sind verschiedene Elemente. Da ist das reine Gold, da ist Silber, Nickel, Kupfer, alles Mögliche ist drin und das gibt die Form. So wie wir. Wir sind also das Schmuckstück, wir sind die Form und in diesem Schmuckstück gibt es unterschiedliche Elemente. Da gibt es das reine Gold, das ist diese reine Seele, das ist das Ich. Und dann gibt es die anderen Elemente, Nickel, Kupfer, Silber, all das. Das ist jetzt mein Ego, mein Intellekt, meine Vorstellungskraft. So, das ist all das, die sind auch da. Und das Ich, was zwar hier ist, das glaubt aber, das Schmuckstück zu sein. Und das macht das Ganze. Den ganzen Trouble. Das macht und deswegen versucht man die ganze Zeit an dem Schmuckstück das zu polieren und besser zu machen und auffälliger oder nicht so auffällig. Man ist die ganze Zeit beschäftigt an diesem Schmuckstück. Und in dieser Zeremonie in dem Gnan Vidi ist es halt wie zum Goldschmied zu gehen, der um diese Elemente weiß, um dieses reine Gold, was wir wirklich sind. Und es ist wie, als könnte es, für mich ist es wie auch ein chemisches Experiment oder für, nee, es ist ein chemisches, egal, ein wissenschaftliches Experiment, wo diese Elemente wie getrennt werden. In dieser, beim Goldschmied, der braucht ja auch richtig Hitze, also in diesem Gewahrsein, diesem reinen Licht und der Präsenz dieses Gnanis, geschieht, dass diese Elemente auch für uns differenziert erfahrbar werden ab dem. Also es ist wie, als würde das reine Gold, was wir sind, das Ich und die anderen Elemente auf einmal bin ich eben hier. Und ich höre, oh, ich bin reine Seele. Stimmt, das bin ich ja wirklich. Und ich beginne, die anderen Elemente zu sehen.
die das Schmuckstück ausmachen. Und das ist das, was in diesem Experiment passiert. Und da muss man eben nicht dran glauben. Deswegen ist es ein Experiment und keine Religion oder sowas. Und und ich kenne wirklich Tausende mittlerweile, die durch dieses Experiment wirklich mitgemacht haben. Es gibt auch so, wie es halt in einem Labor ist, da musst du das auch wirklich präzise ausführen, so damit halt das Experiment auch passiert, ne? Im Chemielabor haben wir das immer gemacht, und wenn wir es nicht, dann hat es irgendwelche Explosionen gegeben oder irgendwas, oder auch im Physiklabor. Also es gibt halt eine bestimmte Herangehensweise, wie das Experiment durchgeführt wird, in der Präsenz des Gnanis, des Goldschmieds. Ja, und dann habe ich noch niemanden erlebt, der dann nicht sich als, also das Gewahrsein wenigstens, das Wissen darüber, das unwiderrufliche Wissen, wer ich wirklich bin, sich nicht etabliert, das ist eigentlich falsches Wort, sondern bewusst geworden hat, eröffnet, befreit worden ist, das bin ich wirklich. Sondern bekommt man noch 5 Sätze, das ist wie, als würde man das Experiment so ein bisschen sichern, damit das, was hier noch viel Ladung hat, also es wird auch da eher physikalisch mit Aufladen und Entladen gesprochen, dass das nicht das ganze Experiment wieder zunichte macht. Gänsefüßchen, aus meinen Augen geht es nicht. Aber das Ganze kann man unterstützen, dass sich das wirklich gut etabliert und dass wir das immer mehr erfahren auch und das Gewahrsein darüber haben. Schön, dass du das nochmal beschreibst. Es war wie so eine kleine Zeitreise. Damals vor 5 Jahren, auch in Villingen, bin ich Gnani das erste Mal begegnet. Und ich habe dieses Gnan Vidi bekommen und dieses Experiment mitgemacht. Und das Interessante war, weißt du, was sich geändert hat? Nichts. Ich habe mir gedacht, oh, jetzt bin ich erleuchtet, jetzt habe ich das und jetzt wird alles leichter. Für das Äußere hat sich nicht groß was verändert am Anfang. Von innen raus ja, aber nicht von außen. Und das war wirklich so der Unterschied zu Religion und zu, ey, ich darf das selber entdecken, ich darf immer wieder selber dranbleiben und darf selber machen. Und das ist das Schöne, dass da mir da niemand mehr was vorgibt, so und so musst du es machen. Sondern wenn ihr Unterstützung braucht, dann ist jemand da. Und die Erfahrung dessen, was ich erlebt habe und was ich dann auch gespürt habe, die wird im Lauf der Zeit immer stärker. Und so, es hat wirklich eine gute Zeit gedauert, bis ich gemerkt habe, jetzt fängt es aus Wirken an. Also wie wenn so ein kleines Schiffchen ganz langsam die Fahrt aufnimmt. Ja, weil es ist einfach auf der essentiellsten Ebene überhaupt, die Ja. ja von hier aus gar nicht begreifbar ist, was du vorhin gesagt hast, auch gar nicht wahrnehmbar, weil wir erwarten ja Erleuchtung, dass hier dann irgendwie ein Feuerwerk losgeht oder Energieschocks oder keine Ahnung, was auch immer, das Leben dramatisch und ich kann auf einmal schweben oder keine Ahnung. Alles wird ja aus der Perspektive, von der wir vorher erlebt haben, geglaubt oder erwartet. Und das, was wirklich passiert, Kurt sagt immer, das ist wie ein Dimmer, der angegangen ist. Und diese Energie des Seins, der Seele, die hier halt immer mehr wird und die immer mehr wirkt, also immer wieder am Anfang des Gesprächs mit dem Heilsein. So, dann ist das Innere in Ordnung sein, das innere Heilsein, was wir wahrhaft sind. Das beginnt dann immer mehr zu strahlen, immer mehr von innen nach außen zu wirken. Ja. Ja. Wirkt es dann auch so ins Äußere bei dir, dass sich, wenn jetzt nochmal auf die Intuition zu sprechen kommt, dass sich deine Intuition da auch nochmal verändert hat? Also bei Akram Vignan, um da jetzt nochmal hinzugehen, wird gesagt, dass die Seele, und das ist auch meine Erfahrung, die Seele ist eigentlich das Fühlende, nicht fühlend als Emotion, sondern ohne mich als Seele würde ich das nicht fühlen. Der Körper kann das nicht fühlen. Die Augen könnten nicht sehen, die Ohren können nicht hören, die Nase könnte nicht riechen, der Mund könnte nicht schmecken. Ich könnte nicht wahrnehmen. Und das sind ja nur die 5 Sinne. Es gibt ja so viele Sinne. Und die Ja. Seele ist eigentlich, Intuition heißt ja auch, wird gerne übersetzt, ist die Sprache der Seele. Weil die Seele, die letztendlich das Fühlen, das Wahrnehmende, das, der einzige Sinn, das Lebendige, was überhaupt
irgendwas mitbringen kriegen kann. Und je mehr natürlich diese Seele frei wird aus dem Kokon und dieses Licht der Wahrnehmung, der Hellsichtigkeit, der Hellfühligkeit, Hellhörigkeit, der Wahrnehmung, das sind, also Intuition ist für mich so ein Überbegriff für ganz viel. Und je mehr natürlich die Seele freier ist und wir von hier aus wahrnehmen und spüren, nicht jetzt physisch spüren, sondern halt als Seele spüren da sind, desto mehr sind natürlich die Kanäle offen für das wahrzunehmen, was jenseits des Verstandes ist und jenseits dessen, was man nicht Intuition nennt. Unter das dann Intuition fällt. Das ist ja auch Ja. ein Riesenthema. Und jetzt kriegt es für mich auch gerade nochmal einen ganz anderen Sinn und ein Verständnis, die Sprache der Seele. Ich habe das schon so oft gehört und ich habe so viele Sprecher mittlerweile auch darüber sprechen hören und so viele weise Menschen. Aber mir keiner sagen können, wie spricht die Seele. Und auf so einfache Art gerade, hey, es ist das Fühlende, was uns fühlen und sehen und hören und schmecken lässt. Und unsere Heilsinne natürlich in den anderen, in den Feinsinnen noch dazu. Ah, vielen Dank dafür. Deswegen ist kein Wunder, dass du nach 5 Jahren Intuitionskongress hier machst. Ja. Um uns da einfach, ja, viele einzuladen, mehr als halt auf den Intellekt zu hören, mehr auf unsere Meinungen. Der Intellekt, der immer in gut und richtig bringt mir was, bringt mir nichts, der Bilanzhalter, der Buchhalter in uns. Da unterliegen ja ganz, ganz viele Menschen. Und die hören eigentlich nur auf diesen Intellekt, auf den Buchhalter in uns, der die ganze Zeit kalkuliert. Und danach richten sie ihr Leben aus. Und ja, ob man jetzt sagt, aufs Herz zu hören oder auf Gott zu hören oder auf die Engel oder letztendlich ist es für mich eine Übersetzung dessen, auf das zu hören, wer wir wirklich sind. Aber wie gesagt, ich kann ja unterschiedliche Telefonnummern anrufen. Was verstehst du darunter, unterschiedliche Telefonnummern anrufen? Was meinst du damit? Ja, es sind unterschiedliche Frequenzen. Also es gibt tatsächlich immer nur eine Telefonnummer einmal auf der ganzen Welt. Das heißt, wenn ich dich anrufen will, du hast eine Nummer. Hört sich ein bisschen komisch an. Du bist jetzt nicht die Nummer. Aber wenn ich dich anrufen will, du hast eine spezielle Frequenz. Und diese Telefonnummer entspricht deiner Frequenz. So, dann kann ich einen Peter anrufen. Wenn ich den Knani anrufen wollen würde, der hat eine andere Frequenz, der hat eine andere Nummer. So, und jetzt kann ich das mit dem Telefon machen. Das heißt, die Neuen machen jetzt das, glaube ich, so. Ich glaube, die jüngere Generation nimmt das Handy einfach, die machen nicht mehr so. Wenn ich meinen Schutzengel anrufen will, die haben natürlich kein physikalisches Handy, aber die haben eine andere Frequenz. Die sind wie eine andere Andockstelle, eine andere, ja. Ich rufe jemand anderen an. Wenn ich, keine Ahnung, Mutter Maria oder Jesus oder Sai Baba oder egal, wer mir wichtig ist, von dem ich das Gefühl habe, diese Quelle, diese Frequenz übersetzt, weiß mehr, hat ein unmittelbareres Wissen, als mir jetzt vielleicht zugänglich ist. Letztendlich, aus meiner Sicht, sind es immer nur Aspekte meines wahren Seins. Und so kann ich den Knani eben anrufen oder Gott. Und ich werde die Frequenz anrufen, was für mich Gott ist. Ich kann die Akasha-Chronik fragen, was auch immer die Akasha-Chronik für mich ist. Ich werde mich auf der feinstofflichen Ebene, werde ich mich in die Frequenz einwählen, dich anwähle, dich anvisiere und von dort werde ich die Antworten kriegen. Wenn ich dich was frage, werde ich eine andere Antwort kriegen, als wenn ich jetzt einen Kurt frage. Und so ist es für mich eben auch Intuition, manche machen, oder Channeling oder so. Sorry, aber ja, letztendlich sind es immer Aspekte von mir, die ich für den Moment mal wohin nehme. Aber diese Sinne zu kultivieren, diese Sprache der Seele zu kultivieren, dass wir wirklich wahrnehmen können,
außerhalb von Zeit und Raum, dass wir Dinge wahrnehmen können außerhalb dessen, was sichtbar, hörbar, spürbar ist. Und da immer mehr zu trainieren heißt, auch ein bisschen zu checken, was mischt sich da jetzt vielleicht ein an. Ich möchte es aber gerne so haben, also sich selbst da auf diesen Zero Point, in diesen Nullzustand zu bringen, weil ich rufe dich auch nicht an und will deinen Ratschlag, aber sag mir aber unbedingt diese Antwort, weil das will ich hören. Dann bräuchte ich dich nicht anrufen. Also so, das ist, glaube ich, ein ganz wichtiges Element, wenn man mit Intuition unterwegs ist und diese Sinne immer mehr zu verfeinern, wahrzunehmen, was kommt woher oder wen rufe ich unbewusst vielleicht auch an, bin mir es gar nicht bewusst. So, also es glaube ich, etwas, was jetzt in dies, also was für mich zu der neuen Menschheit gehört, dass wir auch selbst dann irgendwann das Digitale nicht mehr brauchen. Für mich ist das Digitale etwas, wo wir schon außerhalb von Raum sind, wo wir uns unmittelbar begegnen können, ohne dass wir physisch im gleichen Raum sein müssen. Aber ich bin ganz sicher, dass wir, dass Telepathie und all das, dass das natürlich ist für uns und dass wir immer weniger auch in Zukunft die Technik oder das Materielle brauchen, dass wir kommunizieren können, dass wir uns auf der Ebene informieren können, dass wir da in Verbindung sind miteinander. Und da ist es ganz toll, dass du so einen Kongress jetzt hier in die Welt bringst. Ja, das war der nächste natürliche, logische Schritt. Und ich habe bloß ein Jahr darum mich drumherum gewunden, bis ich es dann wirklich angegangen habe. Und es ist so schön, wie du das so einfach erklärst. Wir können einfach telefonieren. Und was mir dann aber auch ganz, ganz wichtig ist, wenn das Telefonat beendet ist, dass ich wieder auflege. Das fällt euch Männern ein bisschen leichter, habe ich gelernt. Ah. Im Weiblichen tendiert man dazu, mit allem in Verbindung zu sein. Aha. Stelle ich mir manchmal in manchen Situationen sehr anstrengend vor, wenn da mal 10 Telefone auf einmal offen sind. Genau, ihr könnt gut immer wieder auflegen und wieder neu machen. Aber dafür sind wir miteinander da, dass wir das auch vielleicht miteinander lernen und schauen, was ist denn da ein gesunder Umgang damit. Na, da, wie ist die beste Möglichkeit, so mit Akram Wigner oder wenn einer von den Zuschauern jetzt sich da mehr darüber interessiert, da Kontakt aufzunehmen oder sich zu informieren? Also am besten, du hast einen Link unter dem Video oder unter dem Post. Da gibt es deutsche Webseite, englische Webseite. Es gibt ein großes deutsches Team mittlerweile, was sich hier gut etabliert hat im deutschsprachigen Raum. Ja, ich glaube, das ist das Leichteste. Und da gibt es auch Ansprechpersonen, wenn man das lieber persönlich haben will. Es gibt in fast jeder Region im deutschsprachigen Raum, nicht in fast, in jeder Region gibt es schon Center, die sich dann auch treffen und so weiter und so fort. Einmal im Jahr kommt der Gnani nach Deutschland, wenn nicht wieder mal Corona oder irgendwas anderes passiert. Aber so ist es angedacht. Der ist tatsächlich weltweit unterwegs. Ich bin damals nach Indien geflogen, weil ich einfach den Ruf so stark hatte, das auszuprobieren. Aber ja, ist manchmal sogar leichter für mich, als nach Willingen zu fahren. Ja, das kann ich gut nachvollziehen. Je nachdem, wo man wohnt. Genau. Also mich hat es damals, ich hätte nicht warten können, irgendwie, bis der Gnani irgendwo mal in die Nähe kommt. Für mich war es klar, ich muss dahin. Also es gibt dann den Plan, wo er weltweit irgendwo ist. Und er ist jetzt irgendwann in Amerika, in Indien gibt es so eine Art Retreat. Da werden auch viele Deutschsprachige sein. Es ist super organisiert. Also es ist ein großes Team, wundervolle Menschen, die einen supporten. Wenn man es mag, man muss nicht. Ja, und was ich damals gemerkt habe, der Ruf, dahin zu gehen, den Gnani kennenzulernen, mich darüber zu informieren, was ist das überhaupt, um mich auf dieses Experiment und die Wissenschaft einzulassen. Mein Kopf hat gesagt, spinnst du, was machst du da? Das waren Widerstände, das waren Fragezeichen, das war, was? Und doch irgendwas hat mich genau dahin gezogen oder geschoben. Und ich glaube, das ist der Ruf der Seele,
das ich über die Intuition ausdrücken kann. Definitiv. Es ist Und dann, einzig die Seele, die einen dahin bringt, nicht das ja, Ego. nee, auf gar keinen Fall. Und da können auch viele Widerstände auftauchen. Ne? Für manche Ja. ist es zu indisch oder sie meinen, ach, das ist doch keine Wissenschaft, das ist doch Religion, das sind doch diese Elemente. Aber der hört doch irgendwann auf. Der hört irgendwann Ja. auf, weil die Seele, das einfach, das ist unsere wahre Natur und das gewinnt sowieso immer, weil das ist das Einzige, was wirklich wahr ist. Und ich erinnere mich, das war total schön. Wir haben damals viel mit Jugendlichen gemacht. Ist ja auch generationsübergreifend. Wir haben coole Sachen gemacht. Wir haben gespielt miteinander. Und ja, denke ich immer noch sehr, sehr gerne dran. Und na, wenn es sich am besten anfühlt, sollte man aufhören. Das hat sich die ganze Zeit gut angefühlt Ja. übrigens. Aber es ist Vielen jetzt richtig Dank, lange vielen her. Dank für deine Zeit, für dein Ja. Teilen. Danke für deine Fragen, den Raum geben, für deine doch dem Ruf folgen und diesen Kongress zu starten, das in die Welt zu bringen, Chance zu sein. Vielen, vielen Dank. Ich danke dir, Peter. Alles Liebe dir, Nada. Und dir und euch auch. Ciao.